Herzlich willkommen zu ScreenMag. Heute geht es um das Wort Sound. Und zwar werde ich euch heute 4 Kopfhörer zeigen. Alle sind unterschiedlich, alle haben eine unterschiedliche Funktion oder eine andere Funktion. Und deswegen denke ich, wird es für euch heute besonders interessant sein. Vielleicht könnt ihr heute so ein bisschen gucken, was ist denn euer Lieblingskopfhörer, welcher Kopfhörer würde zu euch passen. Und dann habt ihr auch im Großen und Ganzen vielleicht eine gute Beratung. Denn es wird ganz verschiedene Arten geben, wie ich das schon gesagt habe. Also 4 völlig verschiedene Kopfhörer. Und warum die verschieden sind, das zeige ich euch jetzt mal kurz. Wir werden heute einmal einen Bluetooth-Kopfhörer haben. Den hier. Dann haben wir heute mal einen richtigen Studio-Kopfhörer. Die DJ-Kopfhörer, die eigentlich auch ziemlich im Trend liegen und die man auch normal benutzen kann. Und die In-Ear-Kopfhörer. Das sind zwar natürlich nicht alle Kopfhörerarten, die es gibt, aber ich denke, es wird für euch interessant sein und jetzt viel Spaß. Natürlich werden die Reviews zu den einzelnen Kopfhörern nicht so lang sein können, da das heute ein einzelnes Video ist, aber ich versuche so viel Informationen, wie es geht, in kurze Zeit zu packen. Das hier ist der DJ-Kopfhörer, den wir heute haben. Das ist der K119 DJ-Kopfhörer von AKG. Warum ist das ein DJ-Kopfhörer? Erstmal sitzt er ziemlich fest. Das sollte man bedenken, wenn man mehrere Stunden den Kopfhörer mal auf hat, da kann das nämlich ziemlich wehtun. Aber für DJ-Kopfhörer ist es natürlich perfekt, weil sie müssen fest sitzen, damit der Kopfhörer die Musik gut abschirmt. Außerdem hat er diese bekannten drehbaren Hörmuscheln, dass man mal mit einem Ohr hören kann, den hier so dran halten kann. Und er hat kleinere Hörmuscheln, das sind ja diese kleineren Kopfhörer, die momentan mehr im Trend liegen. Das heißt, man kann sie auch mal draußen tragen, ohne irgendwie sich unwohl zu fühlen. Aber wie gesagt, sie sitzen halt sehr fest und wenn man da mal mit 3 Stunden hört, dann braucht man auf jeden Fall zwischendurch mal eine Pause. Verstellen kann man den Kopfhörer so, wie man das kennt. Also einfach mit so einer Ratschrutsche hier, nenne ich das jetzt mal. Hier auch nochmal. Ich habe den Kopfhörer jetzt schon seit Weihnachten und bin ziemlich zufrieden. Er ist sehr robust und hält auch ziemlich viel aus. Also man kennt das ja vom Kopfhörern, dass sie irgendwann mal Kabelbruch haben, aber das ist bei dem jetzt noch nicht passiert. Es gibt diese Version des Kopfhörers auch als Nicht-DJ-Kopfhörer. Ich glaube, der nennt sich dann K518 und den gibt es dann auch in mehreren Farben, so ein bisschen für den Style, sage ich jetzt mal, der angesagt ist. Das Kabel ist leider sehr kurz. Und das ist eine 3,5 mm Klinke. Allerdings reicht das Kabel für normale Zwecke und ich glaube, ein Adapter ist auch dabei. Ich empfehle den Kopfhörern alle, die gern basslastige Musik hören, aber auch normale. Der Nachteil ist einfach, der größte Nachteil ist, das tut einfach irgendwann ziemlich an den Ohren weh. Das heißt, ihr könnt damit nicht mehrere Stunden am Stück hören, aber es lässt sich auch aushalten. Für DJ-Zwecke ist der Kopfhörer optimal und im Preis-Leistungs-Verhältnis auch top. Wir machen weiter mit diesem Kopfhörer, das ist der PX360BT-Kopfhörer von Sennheiser. Ja, was ist an diesem Kopfhörer besonders? Er ist ein Bluetooth-Kopfhörer. Man kann ihn zwar auch mit Kabel anschließen, allerdings wird dann ja irgendwie so die Funktion verloren gehen. Das Ganze wird betrieben über einen Akku, der hier in der linken Schale sitzt. Oder ist es links? Ja, es ist links. Hier seht ihr, da kann man den aufladen und hier auch entsprechend rausnehmen. Das ist so ein kleiner Akku, der hält ziemlich lange, finde ich. Ist natürlich ein Nachteil, dass man den Kopfhörer aufladen muss für den Bluetooth-Zweck. Die Steuerung hier auf der rechten Hörmuschel ist auf jeden Fall ein sehr großer Vorteil. Die Mitteltaste steht für Play und Stop. Hier ist links und rechts, also letzter Track und nächster Track. Und natürlich gibt es auch eine Lautstärke-Steuerung. Wichtig dabei ist für iPod- und iPhone-User, updatet euren iPod oder euer iPhone auf die neueste Version. Ich glaube, das geht nämlich erst ab 4.2 mit dem vorigen und dem nächsten Track. Und sonst funktioniert es prima. Ich werde euch gleich auch kurz mal zeigen, wie das Ganze funktioniert mit dem Bluetooth. Ist nämlich eine ziemlich leichte Sache. Sonst, also ich finde die Schalen, die Hörschalen ziemlich angenehm. Andere behaupten, von denen ich gehört habe, dass sie diese Kopfhörer benutzen, behaupten, dass das es auch mal wehtun kann. Aber ich finde, sie umschließen das Ohr perfekt. Also auf jeden Fall für meine Ohren. Die Ohrmuscheln finde ich sehr angenehm. Sie sind zwar auf dem ersten Blick sehr klein. Mein Ohr haben sie aber perfekt umschlossen. Also ich weiß ja nicht, das ist bei jedem anders, aber für meine Ohren sind sie perfekt. Wie man hier sieht, ist der Bügel etwas größer als bei anderen. Das ist auf den ersten Blick zwar etwas komisch, aber ich finde, die Kopfhörer sitzen ziemlich gut. Kann vielleicht etwas komisch aussehen, wenn der hier so etwas größer ist, aber ich finde, es ist noch im erträglichen Bereich. Über das Design lässt sich streiten. Ich finde, die Kopfhörer haben aber ein relativ gutes Design. Sennheiser hat, finde ich, nämlich auch ein gutes Auge dafür, wie Kopfhörer aussehen sollen und ist aber auch nicht jetzt so eine Riesenmeisterleistung.
was auf jeden Fall noch zu erwähnen ist, hier gibt es einen Knopf, der heißt SRS. Ja, wofür steht der denn? Also Sennheiser meint, das ist wohl für ein noch intensiveres Klangerlebnis. Es ist ein klarer Unterschied zu hören, wenn man diesen Knopf drückt. Das kann man positiv und negativ bewerten. Also als ich das beim ersten Mal gemacht habe, fand ich es etwas komisch. Der Kopf, ich finde, der Sound hat sich etwas stechend angehört. Aber nach einer Zeit war das wirklich besser. Also wenn man diesen Kopfhörer hat, sollte man auf jeden Fall diesen Knopf hier beachten. Der soll für einen besseren Sound wirken. Und ich finde, im Endeffekt hat er das auch getan. Der Kopfhörer hat zwar einen guten Sound, aber im Preis-Leistungs-Verhältnis würde ich sagen, dass er da nicht so gut abschneidet im Sinne vom Sound, denn der Kopfhörer hat einen Preis um die 150 bis 200 Euro und das Ganze ist natürlich auch wegen dieser neuen Technik, wegen dem Bluetooth, deswegen kann man das Ganze so auch nicht vergleichen, aber im Sound hält er auch schon mit so 70 Euro Kopfhörern, kommt man an den Sound ran, denke ich. Anmachen tut man den Kopfhörer so. Man hält die Play- und Stopp-Taste ein bisschen gedrückt und dann fängt er hier an zu blinken. Das heißt, er ist bereit und hat man das Ganze mit dem iPod oder iPhone auch schon konfiguriert, dann verbindet er sich automatisch. Ich zeige euch jetzt, wie das Ganze mal geht. Ihr geht einfach in eure Einstellungen, dann habt ihr da den Menüpunkt Allgemein und dort geht ihr dann unter Bluetooth und da kann man das Ganze aktivieren. Dann findet ihr hier diesen Sennheiser. Man klickt einmal drauf und er ist verbunden. Man hat ja auch schon eben den Sound gehört und wir sehen da oben jetzt auch so dieses Bluetooth-Zeichen. Wenn ich jetzt auf die Musik gehe, ich suche mal was Creative Commons und das hier abspiele. Das ist jetzt gerade ans Mikro. Also, ihr seht hier jetzt meine Hand auf den Knopf. Ich drücke jetzt hier drauf und der Song wird abgespielt. Und entsprechend auch gestoppt. Man muss dazu sagen auch noch, dass der Kopfhörer eine eigene Lautstärkeregelung hat. Das heißt, wenn ich hier drauf drücke, passiert nichts auf dem iPod oder iPhone, sondern er gibt einen Sound ab, wie laut er wird und wenn es einem dann nicht laut genug ist, dann sollte man halt auf dem iPod oder iPhone das Ganze nochmal vorher einstellen. Wir können das jetzt ja mal hier ausprobieren, auch mit nächstes Lied. Und da war jetzt halt kein nächstes Lied, deswegen hat er jetzt aufgehört. Man kann den Mittelknopf auch als Auswählen benutzen. Mein Fazit zu diesem Kopfhörer, das wirklich praktische ist das Bluetooth, also ein Kabel kann ja manchmal schon sehr stören und der Kopfhörer beeindruckt auch ziemlich. Allerdings sollte man lieber zweimal überlegen, weil man für diesen Preis auch niedriger einen sehr guten Sound kriegt, aber wenn einem das mit dem Bluetooth und mit dieser Bedienung hier reizt, dann sollte man sich das Ding mal im Laden anschauen. Der nächste Kandidat ist ein richtiger Koloss, das ist der Shure SRH840. Der Kopfhörer ist ein vollwertiger Studio-Kopfhörer, aber auch für zu Hause geeignet, wenn man mal wieder genussvoll Musik hören will. Ein sehr robustes Kabel hat er. Unter anderem ist natürlich auch ein Adapter auf eine größere Klinke dabei, aber hier auch der normale Anschluss 3,5 mm. Also er ist sehr gemütlich, wie wir sehen, hat er oben ein großes Polster und die Ohrmuscheln sind auch sehr gepolstert. Man muss schon dazu sagen, er ist ziemlich groß. Also für den einen oder anderen vielleicht auch etwas zu groß, aber vor allem der Sound ist natürlich erstklassig. Im Vergleich zum AKG 242 finde ich, geben die sich vom Sound nicht viel. Ich finde den hier noch etwas angenehmer, den Kopfhörer, weil er, ich mag den einfach. Und der Sound ist so, wie man sich ihn auch für den Preis vorstellt. Eine sehr praktische Sache ist, ihr seht, ich habe das Kabel hier gerade abgemacht. Das kann man nämlich einfach so mit einer Drehung rausmachen. Das heißt, ist mal ein Kabelbruch, kein Problem. Man kann das Kabel einfach nochmal austauschen und man muss den Kopfhörer nicht neu kaufen oder umtauschen gehen. Das finde ich ist eine sehr coole Sache. Das hier ist so ein eckiger Stecker und dann kann man das Ganze so reindrehen und das Kabel ist wieder fest. Diesen Kopfhörer empfehle ich vor allem den Leuten, die professionell Audio bearbeiten wollen oder halt sehr guten Audiogenuss zu Hause haben wollen, denn er hat auch schon wieder einen etwas teureren Preis. Aber soweit ich das mitbekommen habe, hat er auch schon einen guten Ruf bei den richtigen Profis. Der letzte Kandidat sind die In-Ear-Kopfhörer von Sennheiser und zwar die CX, ich glaube das steht ja auch irgendwo genau, die CX302 Kopfhörer. Natürlich ist immer etwas Kabelsalat vorprogrammiert bei so Kopfhörern, allerdings ist bei diesen ja auch eine Tasche dabei, was ich mal sehr cool fand für In-Ear-Kopfhörern, das heißt, das wird auch ein bisschen geregelter. Im Handel kosten die Kopfhörer, glaube ich, um die 50 Euro, aber bei Amazon kriegt ihr sie, glaube ich, um die 20 bis 30 Euro, das heißt, dort kriegt ihr sie wirklich zu einem sehr guten Preis.
Die Kopfhörer haben einen sehr guten Sound, sitzen sehr angenehm im Ohr, werden auch eigentlich nicht ungemütlich nach einer Zeit. Und ich kann euch hiermit echt auch voll im Audiogenuss genießen. Also das sind meine Unterwegs-Kopfhörer. Ich kann ja nicht immer alle meine Kopfhörer irgendwie unterwegs haben, haben natürlich auch keine Last und halten sich auch sehr gut lange. Das heißt, ich pflege die auch nicht so gut, ich stecke die einfach mal in die Hosentasche und da passiert auch nicht viel. Das finde ich sehr gut. Der größte Vorteil zu Kopfhörern wie zum Beispiel denen, die bei den iPod dabei sind, die von Apple, ist wohl, dass sie sehr gut abschirmen. Also In-Ear-Kopfhörer, vor allem auch diese, schirmen sehr gut ab. Wenn ihr die aufsetzt und in einem Bus sitzt oder in einer Bahn, könnt ihr damit trotzdem vollen Audiogenuss haben. Außerdem kommen die Töne auch so klarer und zuverlässiger an euer Ohr. Ich empfehle diese Kopfhörer alle denen, die unterwegs nicht immer irgendwie große Kopfhörer dabei haben wollen, einfach nur Kabel. Und die haben einen sehr guten Sound, das heißt unterwegs auch immer gut dabei mit so kleinen Dingern hier. Und bei dem Preis-Leistungs-Verhältnis sind sie auch echt gut mit dabei. Also ich glaube, viele sagen, der Sound ist besser als bei den In-Ear-Kopfhörern von Apple. Und auch diese werden ja, soweit ich weiß, auch von Sennheiser vorgestellt. Also ja, ich muss echt sagen, sehr tolle Dinger. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Überblick über die verschiedenen Kopfhörer bekommen. Was man dazu sagen muss, da ist natürlich auch noch Zubehör dabei, wie zum Beispiel Tasche. Ich glaube, bei jedem Kopfhörer davon ist eine Tasche dabei. Ein kleiner Tipp von mir, kauft euch nicht Kopfhörer, die 7 Euro kosten. Gebt ruhig mal etwas mehr für euch aus und achtet immer darauf, dass ihr einen Kassenbon dabei habt. Denn vor allem bei Kabelkopfhörern kann es immer sehr gut passieren, dass da so ein kleiner Knick reinkommt. Und normalerweise müssen sie oder tauschen sie es auch immer um. Das war's von diesem Video. Bald seht ihr wieder was Neues und dann sage ich Tschüss.